Ja, liebe Leute, bevor ich nachher zum Zahnarzt muss und mir wieder die halbe Gesichtshälfte hier runterhängt, weil die betäubt ist, dachte ich mir, nehme ich doch schnell das 15. Tagebuch auf. Das heißt, die 15. Saison, in der Handspiel tatsächlich inzwischen schon existiert, was an sich schon ziemlich geil ist. Ich hatte mir damals vorgenommen, dass ich in 10 Jahren, als ich angefangen habe, 96, in 10 Jahren davon leben möchte. Und zumindest konnte ich das auch in Verbindung mit anderen Arbeiten, die ich gemacht habe. Alles Fußball, alles Sport, alles Zeitung, alles Schreiben, alles Fotos. Und ich habe euch in den ganzen Tagebüchern die Entwicklung aufgezeigt. Jetzt gab es wieder eine gravierende. Ich hatte es in der letzten Woche schon mal angekündigt. Wir reden über die Saison 2010, 2011. Das war im Übrigen die Saison, in der Robert Enke starb. Da hatten wir auch einen Beitrag in einem Heft zu von Carsten Kellermann. Kommt, vielleicht stolper ich da gleich nochmal drüber. Das war aber auch die Saison, in der 2 Vereine in die Bezirksliga aufgestiegen sind aus der Kreisliga in Münster, die da schon lange, 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 lange nicht mehr waren. Und zwar Westfalia Kinderhaus, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass die überhaupt mal Kreisliga gespielt haben. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass Telekom Post SV existiert hat. Ha! Inzwischen Fusionsclub mit dem SV Mauritz. Da steckt der Germania Mauritz und Telekom Post SV dahinter. Post SV hatte schon lange versucht, endlich mal überkreislich zu spielen. Der Uli Thelen, der Paul Kuhsträter, Thelen heute auch im Vorstand von Mauritz tätig, Paul Kuhsträter ist bei Grün-Weiß-Gelmer aktiv. Die haben da viel gemacht. Trainer war Michael Reismann und in Kinderhaus war es Carsten Kruth. Kruthi war übrigens in der allerersten Saison, als Heimspiel rauskam und man mich immer noch so ein bisschen seltsam angeguckt hat, was will der Typ überhaupt? War der Torwart beim SC Münster 08, später bei Giesenbeck. Dann hat er das geschafft in Kinderhaus, was man sich eigentlich so in den 90ern eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Ja, kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt rede ich erstmal darüber, wieder ein wenig über Millimeter. Ich hatte ja schon gesagt, wir mussten anfangen, über Geld sparen nachzudenken, weil über Werbung Geld zu verdienen war echt keine Aussicht mehr. Saison 2009, 2010 und das war dann die Folgesaison 2010, 2011. Aber ich sagte immer, wir sind wie ein Verein. Manchmal steigt man auf, manchmal steigt man ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer irgendwie in diesen Situationen auch viel Gutes gesehen, weil man auch viele alte Zöpfe abschneiden konnte. Und wir sind nicht mehr jede Woche erschienen, sondern nur noch einmal im Monat, außer in der Sommer- und Winterpause, also 10 Ausgaben pro Jahr. Und ganz ähnlich eigentlich wie damals 2017, 2018, als wir das Heft ganz eingestellt haben, war das auch eine Befreiung irgendwie. Wir hatten für andere Dinge dadurch wiederum mehr Zeit, unter anderem auch für den Online-Auftritt, wo wir dann einiges gemacht haben. Das war 2010, weiß ich gar nicht, da haben wir auch schon angefangen. Das war damals eigentlich eine ganz coole Zeit im Internet, weil damals konnte man mit Werbung nämlich noch Geld verdienen, durch Bannerwerbung. Blinky, Blinky, du bist der millionste Besucher der Seite und du kannst Gott weiß was gewinnen. Wenn ich mich erinnere, im Internet, in der Werbung, da war die allererste Bannerwerbung von AT&T, ein Telekommunikationsunternehmen aus den USA. Die haben bei Yahoo eine Werbung geschaltet und die hatte eine grandiose Klickrate von 47%. Habe ich mal irgendwo gelesen. Jetzt überlegt mal, wie oft ihr auf Werbung klickt. Wahrscheinlich nicht so häufig, aber ich rate euch und ich bitte euch. Wir haben auf unserer Homepage immer schön umrahmt von einem roten Rahmen. Team Heimspiel haben wir doch eine Reihe Sponsoren, die hier in Münster aktiv sind, im Münsterland aktiv sind, die unsere Arbeit schon so lange begleiten. Da bitte klickt doch auch mal auf deren Werbung, guckt mal hin. Ihr findet die, hier haben wir sie im Heft gehabt. Mal gucken, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Hier zum Beispiel. Immer in so einem roten Rahmen. Natrup war damals Sponsor bei uns. Der Philipp Hagemann auch schon sehr lange dabei. Dann hatten wir Dick Lampe. Extern hatte ich ja schon mal ein paar Mal erwähnt. Welling, Enzborn, Alfred Fisslage mit seiner Firma in Nordwalde hat auch uns unterstützt, netterweise bis heute. Das ist sehr schön. Hat letztlich natürlich auch dafür gesorgt, dass sein Kinderhaus so viel Bewegung reinkam. Ehemaliger Vereinsvorsitzender hat sich jetzt so ein bisschen so in die arbeitslosere Zeit, inzwischen ist er ja nun auch, glaube ich, über 50,
hat er sich ja auch in Kinau sehr engagiert in vielen Bereichen und ja, hat auch mit natürlich einen großen Anteil dazu beigetragen, dass Kinau heute in der Westfalenliga spielt. Wie gesagt, kaum vorstellbar. Das war immer so eine Kreisliga-Mittelmaß-Truppe. Und ja, aber wir haben da was bewegt und das ist auch aller Ehren wert. Ach, muss ich auch mal erwähnen, auch schon lange dabei hier. Oliver Schlering mit seiner Firma in Rinkerode ist er aktiv, selber früher Fußballer gewesen. Das waren immer gute Sponsoren. Also bitte guckt da mal drauf, klickt auf die Banner. Das tut den Jungs gut, sie brauchen das und das hilft uns letztlich auch wieder. Ja, gehe ich doch mal zur ersten Markierung. Ja, genau, wir hatten wenige Seiten, aber dafür hatten wir mehr Zeit fürs Internet. Wir hatten mehr Zeit, die Hefte vorzubereiten. Wir hatten mehr Zeit, mal zu überlegen, ob wir nicht neue Mitarbeiter in unsere Redaktion bekommen oder in unser Haus. Und da hatten wir den Niki Hendricks, Nikolas Hendricks. Eigentlich ist er kein Niki mehr, lange nicht mehr. Eine Verniedlichung, die passt gar nicht zu unserem Nikolas. Jedenfalls, Niki war irgendwann auch bei uns, hat als Praktikant, weil er Lust dazu hatte, glaube ich, war vielleicht in Ferien oder sowas. Nee, da war er schon ein bisschen als Student, hat er bei uns gearbeitet, war immer dabei, auch eine Arbeit, ein Arbeitstier ohne Ende, genau wie der Lehmann und der Renger. Ach, im Übrigen, wir haben ja noch ein neues Mitglied hier, den Malte Gresshake. Malte, komm doch mal eben rüber und wink mal in die Kamera. Malte ist ein unheimlich positiver Mensch. Sehr schön. Und Malte hat mir nämlich gesagt, als ich ihm sagte, ich nehme heute Saison 2010, 2011 auf, dass er mit in diesem Jahr mit dem Fußball angefangen hat, bei den Senioren, richtig? Er nickt. Unter Gero Mucciaro, bekannt im Kreis Steinfurt, aber auch in der Familie Mucciaro. Hat auch einen Sohn, der Fußball spielt oder gespielt hat. Arbeitet heute bei, darf man nicht sagen, ist zu privat, aber auch bei einem Sponsor bei uns, aus Greven, so viel darf ich sagen. Niki hat dann als freier Mitarbeiter gearbeitet. Er hat auch, und das ist eine große Leistung, hat auch angefangen im Fußballkreis Steinfurt zu berichten. Irgendwie, wie gesagt, das war dann zwar ein Abstieg durch das Heft, aber online sind wir tatsächlich aufgestiegen, nämlich, sagen wir mal, in der Bezirksliga. Und Niki war derjenige, der die Kreisliga A in Steinfurt betreut hat, hat viel mit den Trainern da telefoniert und hat letztlich auch dafür gesorgt, dass wir da berichtet haben, letztlich auch dafür gesorgt, dass unser Christian Lehmann den Weg zu uns gefunden hat. Spieler, A-Liga-Spieler aus Gellendorf, stand plötzlich bei uns hier in der Redaktion. Wir waren inzwischen umgezogen an die Engelstraße. So much information, I know. Und hat auch hier mit dem Praktikum angefangen. Und zwar, weil wir ja angefangen haben zu berichten und das hat ihm sehr gefallen und auch Christian hat uns gefallen. Die zwei waren sich in ihrer Art relativ ähnlich, was ihre Arbeitspensum angeht. Unfassbar, das habe ich in meinen besten Jahren vielleicht geschafft. Aber, nee, super Typen und da war natürlich auch ein großer Schritt für uns in den Fußballkreis Steinfurt, der uns da auch unseren Horizont erweitert hat. Letztendlich hat man in der Bezirksliga immer auch die anderen Vereine gesehen und das Querlesen bei Heimspiel, was machen nicht nur wir, sondern auch die anderen. Das ist, glaube ich, auch eine unserer ganz großen Stärken, dass wir einen Überblick über eine komplette Liga schaffen. Und in der Bezirksliga 12 kamen der Kreis Mecklenburg und Steinfurt und Münster zusammen. Und ja, da passte das eigentlich ganz gut. Ist auch Biebertöller nannte die Bezirksliga 12, die sich dann neu gegründet hat irgendwann, mal die Bundesliga des Münsterlandes. Auch schön. Da waren die ganzen, viele große Vereine mit drin. Ja, der Niki hat später eine Ausbildung zum Verlagskaufmann bei mir gemacht. Ich glaube, der war Klassenzweitbester. Und ja, irgendwann war dann aber auch der Punkt und der Tag gekommen, als er dann auch wieder gehen musste. Aber bis dahin, also aus innerem Antrieb heraus. Ist heute bei Wacker Mecklenburg aktiv, war als Jugendtrainer auch bei Preußen. Aber Niki, was hype ich dich hier eigentlich? Du bist gar nicht mehr hier. Wer hier weggeht, der hat es aber auch eigentlich gar nicht verdient. Doch, hat er schon. Ja, aber ich halte mich trotzdem da schon lange auf, weil eigentlich geht es ja auch nicht nur um Heimspiel, es geht ja auch um euch. Und da haben wir hier, was habe ich denn hier? Ach so. Jetzt hüpfe ich mal ein bisschen. Themenwechsel, schnapp.
Da beim Durchblättern, da, man switcht einfach. Da hatten wir eine total geile Geschichte. Krombacher, hatte ich ja schon gesagt, hatten wir vorher mit der Herforder Brauerei gemacht. Wer einen zweistelligen Sieg erzielt hat am Wochenende, da bin ich tatsächlich hin mit einer Kiste Bier. Mit Krombacher haben wir es später mit einem Fassbier gemacht. Ich bin mit der Kiste Bier zum Training, habe den Leuten gratuliert zum zweistelligen Sieg. Ein besonderer Moment, sollten wir mal ein bisschen feiern. Und mit der Krombacher Brauerei haben wir das dann fortgesetzt. Hat sich dann leider irgendwann auch ergeben. Auch die haben mit ihren Umfeldern zu kämpfen. Und das war eine tolle Aktion. Hat Spaß gemacht. Und das war dann halt einfach auch, ich meine, besser kann man Marken nicht bilden, wenn auf dem Platz es 8-0 steht und irgendeiner brüllt, ey, Top 2, dann kriegen wir ein Fässchen Krombacher. Einmal Krombacher gesagt. Ein Traum für jeden Marketing-Fan. Ach, und dann hatten wir noch eine geile Rubrik, Lookalikes. Da hatten wir einmal hier von 08, das war der Micha Höckstra, den haben wir natürlich vertauscht. Sieht aus wie Gerard Piquet aus, von Barcelona. Dann hatten wir hier von Saxonia den Martin Eichholz, der war damals Trainer mit Jürgen Klopp. Da tauchen immer wieder Bilder auf. Und irgendjemand hat mal gesagt, ich hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit Mesut Özil. Das muss an meiner an meinen technischen Fähigkeiten liegen, wenn ich den Ball es schaffe, zweimal hochzuhalten. Nee, ich war eigentlich beim Fußball, meine ganz große Stärke war Antizipieren. Das konnte ich nicht. Nee, ich war kein guter Spieler. Habe gerne gespielt, aber eigentlich nicht gut. Irgendwann habe ich es dran gegeben. Wir hatten immer mit der Heimspielredaktion Freundschaftsspiele gegen irgendwen gemacht. Und da haben wir mal irgendwann beim FC Mecklenburg gegen die alten Herren gespielt. Und da habe ich den langen Ball auf die rechte Flanke gefordert und der kam genau, wie ich den wollte. Und ich habe gemerkt, scheiße, meine Beine kommen ja gar nicht hinterher. Nicht im Ansatz bin ich an diesen Ball gekommen. Also langsam geworden. War immer langsam. Zumindest mit den Beinen. Im Köpfchen doch nicht. Ja, das waren die schönen Lookalikes. Ach, da sind so viele Sachen auch auf der Strecke geblieben im Laufe der Jahre. Aber was nicht auf der Strecke bleibt im Fußball. Ich sage immer, die schönsten Erinnerungen im Leben, die hat man durch Urlaub und durch sportliche Erlebnisse. Und wer auf diese Titelseite guckt, der wird mir das bestätigen. Hier, Jonas Heke, Meister Kreisliga B, ich bin fast sicher, dass der steil gegangen ist. Vielleicht sind die auch mit der zweiten in die B-Liga aufgestiegen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung. Aber dass der abgegangen ist, Wahnsinn. Der hat den Verein 2005 mit ein paar Kumpels gegründet. Und Bruder von Benny Heke, das war der Gold, das war schön. Roland Böckmann war damals Trainer. Das war unser Supercup. Da auch so schöne Bilder. Metin Tüfekci, SC Reckenfeld, war auch immer so eine Seele von Menschen. Das hat immer so einen Spaß für mich gemacht. Gestern noch zu Fabian gesagt, das Schöne an unserem Job ist, wir treffen einfach auch unheimlich viele nette Leute. Dabei sind wir selber so nett. Malte, sind wir nett? Sagt er. Geht so. So, Westfalia Kinder aus. Marcel Pilage. Aggressive Leader hat den, glaube ich, mal einer genannt. Oder war das jemand anders? Aggressive Leader. Nee, das war, glaube ich, Nico Escher aus bei FC Gievenbeck. Nein, der Nico ist nicht aggressiv. Nein. Ganz lammfrommer Mensch. Auf dem Platz. Neben dem Platz natürlich ein Monster. Schönen Gruß, Nico. Ja, Meister geworden vor Gievenbeck 2. Die waren ja irgendwann auch mal in der Bezirksliga dann. Was haben wir hier im Dream Team? Auch so eine tolle Geschichte, die man im Print immer so schön darstellen konnte. Patrick Fecht, so jung, war Stürmer beim Greven 09. Kai Pfaff, Westfalia Kinderhaus. Wir hatten hier auch einen Kader mit allen Kinderhauser Spielern. Fidan Zigiri, Jan Wesselmann, Sören Heinicke, Jan Knemeyer, Michael Lammerding, Christian Dahn, Roman Schmaler, Carsten Dütschke. Ach komm, Carsten. Carsten Dütschke hat früher in Sprakel gespielt. Der sieht aus wie, wie heißt der nochmal hier, von Zieht, der Sänger. Malte? Wir sind Zieht und das ist unser Gebiet. Ah, weiß ich nicht, scheiße, ich komme nicht auf den Namen. Peter Fox, Carsten Dütschke sieht aus wie Peter Fox und er weiß es. Und Carsten hat übrigens als allererstes unsere Internetseite programmiert. Ja,
Dem haben wir viel zu verdanken. Das ist ein nicht nur guter Fußballer in der Kreisliga und Bezirksliga gewesen, beim SC Sprakel, später auch bei Westfalia Kinderhaus, sondern auch ein begnadeter, virtuose im Podieren. Nein, hat uns die Seite super aufgebaut, hat sich total weiterentwickelt natürlich, Carsten. Noch heute rufe ich ihn manchmal bei Fragen an und er sagt, um Gottes Willen, nicht schon wieder, du, was willst du? Leg auf. Nein, immer nett, sich zu treffen und ja, das war Westfalia Kinderhaus. Übrigens, da habe ich hier überblättert. TuS Hiltrup war in der Saison Landesligameister geworden. Thomas Fuchtmann, von dem ich ja schon mal erzählt habe, einer der besten Trainer aller Zeiten im Münsterland. Der war Trainer beim TuS Hiltrup, nachdem er von Wolbeck weggegangen ist und ist mit denen auch tatsächlich Meister geworden. Hiltrup ist in die Westfalenliga aufgestiegen und patsch, hat er danach die Brocken, nein, Brocken hingeschmissen. Quatsch, überhaupt nicht, ist ja überhaupt nicht negativ. Nein, er hat gesagt, er macht nicht weiter. Solche Trainer gibt's. Er hatte privat einfach zu viel um die Ohren. hat er mir mal erzählt, dass sein damaliger Chef ihn gefragt hat, sagen Sie mal, Herr Fuchtmann, wer bezahlt Sie eigentlich, ich oder die Presse? Ein berechtigter Einwand, denn Thomas war immer gut mit uns, mit der Presse, hat immer Spaß gemacht, mit dem zu quatschen. Und damals gab es ja auch noch die MZ und die WN und Heimspiel und vielleicht noch die gegnerischen Trainer und dann Zeitungen. Und dann, ja, das muss man auch mal sehen. Trainer machen mehr als nur ein paar Hütchen aufstellen. Das ist ein Fulltime-Job. Wenn man mal die Stunden zusammenzählen müssen, wie viele Leuten die telefonieren müssen, Tag für Tag, Woche für Woche, und was für dumme Ausreden, die sich teilweise auch anhören müssen, hätte ich keinen Bock drauf. Das wäre nicht mein Ding. Da würde ich die Brocken hinschmeißen. Nicht aus beruflichen und persönlichen Gründen, sondern aus sozialen. Hier herrscht ja ein eisernes Regime. Malte zittert schon wieder. Hat sich schon wieder weggeduckt. Rastet der Teipe gleich wieder aus. Ja, der Teipel, der hat auch so ein bisschen den Faden verloren. Nein, muss ich noch. Telekom Post SV, Uli Thelen hat da so viel Arbeit, so viel Energie, auch ein paar Euro reingesteckt, aber auch hier muss ich mal eine Lanze brechen für alle, die Geld in Fußball investieren. Also, was werden da für Gehälter gezahlt? Also, ist doch irgendwie auch, man muss doch mal schauen, da gibt's Spieler, die auch echt viel investieren. Manche brauchen die Kohle vielleicht auch, da ist das sogar ganz hilfreich. Wie viel Zeit man in Fußball investiert und immer wieder reden und am Platz angelabert werden und sich rechtfertigen müssen, warum wird denn schon wieder nicht mit 10-0 vom Platz gegangen, ist ja vielleicht auch weniger ein Gehalt als vielmehr eine Aufwandsentschädigung und Schmerzensgeld. Und ich finde, es ist auch immer eine Leistung von einem Verein, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Natürlich steht das Spiel im Vordergrund. Der Spaß an der Freude ist ehrenwert. Immer und auf jeden Fall und auch immer gerne. Aber dieses Sponsoren-Bashing und immer auf Kohle draufhauen, außer natürlich ob, ist ja klar, da muss man. Weiß ich nicht, ob man das muss. Aber Profifußball ist eh nicht mein Ding. Ich mir mal überlege, woher die ganze Kohle kommt, die da verdienen und wie wenig dann halt ins soziale Netz wieder reingeht. Aber jetzt gehe ich hier, ich will ja hier keine Reden schwingen. Ich will nur sagen, der Telekom Post SV war aufgestiegen. Trainer war Michael Reismann. So viele hatten es versucht. Er hat es geschafft. War seine erste Trainerstation, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht war er beim ESV Münster auch mal Trainer, aber dann ist er da hingekommen. Und jetzt lese ich auch noch ein paar Namen vor aus dem Kader von Telekom Post SV. War einfach auch eine total nette Truppe. Habe ich auch immer gerne mitgequatscht. Stefan Schwinn, übrigens heute Kinderhauser, Jan-Niklas Bröking war dabei, hat noch nicht so viel gespielt. Michael Wassmann, Michael Mischon, nie gehört. Ole Strompen, Dennis Nahmann, Michael Gerd Henrich, hat früher in Hoth mal gespielt. Recep Josefi kennt man natürlich. Christian Lilly ist ja auch ein alter ESVer, ist sogar ins Teamteam gewählt worden. Matthias Schonker, Tim Burmeister. Ach, ich dachte, ich würde mehr Namen noch so. Da war so eine andere Truppe. Aber egal. Die Jungs haben gefeiert, die haben es verdient und ich habe das Buch, habt ihr gemerkt, ich habe das Buch beim Ausklang des letzten Satzes zugeklappt und auf Seite gelegt. Was glaubt ihr wohl, warum? Malte? Goldtappe!
Warum habe ich wohl das Buch auf Seite gelegt? Nee, das habe ich schon. Keine Rede schwingen. Ja, da guckt er. Ach ja, ist schon wieder soweit. Ja, es ist schon wieder soweit. Ich muss aufhören. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.